Hallo! Herzlich willkommen bei uns, den Dysons! Er ist kaputt. Ich bin auf Autotune. Au, au! Ja, wir sind wieder da. Hallo, 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 hallo. Ich sitze hier am Tisch. Wir sind sieben Schweizer Nerds, die zusammen mit Drachen, Dämonen und der deutschen Sprache kämpfen. Ich sitze hier am Tisch mit Pascal, Mira, Kevin, Julian, Andrei und Martina. Andrei, unser Gastspieler, wir hörten uns heute wieder mit seiner wunderschönen Anwesenheit. Anwesenheit! Möchtest du einen Shoutout an deine Homies von dem Podcast machen? Ja, natürlich. Beyond Format, sehr guter Podcast über Medien und ja, gönnt euch's. Auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, alles, wirklich alles. Diese alles, wirklich alles, schnuppert mal rein. Kevin, erzähl uns was über unsere Partner. Partner, richtig. Partner, wie immer, Swiss RPG. Wenn ihr Freunde sucht, dann findet ihr sie da. genauer gesagt, Freunde um Brettspiele oder Dungeons and Dragons, das Schwarze Auge, was gibt's noch? Kennt ihr noch mehr? Call of Cthulhu. Call of Cthulhu. Honey Heist. Honey Heist, das will ich unbedingt mal spielen. Wenn ihr Leute sucht für ein Spiel oder einen DM, dann geht ihr am besten auf deren Discord und meldet euch da an. Das ist alles regional organisiert in der Schweiz. Also wenn ihr in Zürich wohnt oder in Luzern, dann werdet ihr auch mit entsprechenden Gruppen verbunden. Aber das geht natürlich auch schweizübergreifend. Und dann noch Catch Don Falconi. Einer spielt den Mafia-Boss und maximal drei spielen die Polizei und müssen ihn davon abhalten, aus der Stadt zu fliehen. Jetzt ganz neu, wenn ihr das Spiel mal austesten wollt, dann kauft es euch ja auf www.donfalconi.com. Fertig. Oh. Ich habe kurz ausgeblendet, tut mir leid. Ich habe irgendwie erwartet, dass du wieder einen Trenchcoat oder so machst. Ja, das geht leider nicht. Ist okay. Die Schauspiel-Power ist begrenzt. Versteht sich. Ich verstehe das. Als Künstler kenne ich mich da natürlich an. Oh, als Künstler. Gut, wir wollen aber wieder nicht weiter rumladern und wieder in ein... eintauchen in eine Welt von Drachen und Verliesen. Da und tauchen ein ins Spiel. Wir sind in einer Bar in dem Weißen Eber. Alle sind versammelt außer Erin, die immer noch im Kloster weilt. Wer weiß, wann sie wieder auftaucht. Und ihr habt gerade noch beschlossen, was als nächstes zu tun. Oder seid im Begriff, das zu beschließen. Auf jeden Fall scheint die Zeit zu drängen, wie Charlie gerade eben erfahren hat. Ja. Ihr habt die Bühne. Auf ins Schloss. Okay. Ja, gehen wir ins Schloss. Jetzt, wo wir fertig sind mit dem Essen. Vergiss deine Sandwich nicht. Oh ja, unbedingt. Egard, Sandwich fertig? Ja, natürlich. Hier, er gibt dir einen Sack voller Sandwiches. Perfekt. Wow. Hier, ein Gold. Oh, noch ein Gold? Ja, natürlich. Du hast mir etwas gemacht. Komm schon. Es ist kein Wunder, dass du nie Geld hast, wenn du immer alles mir ausgibst. Ah, Geld ist überbewertet. Ich danke dir. Danke, Wilhelm. Ja, bitte, Wilhelm. Danke dir. Und beehrt uns wieder. Tschüss, ihr Helden. Natürlich. Einen schönen Tag, Herr Egger. Auch gleichfalls. Ciao, Egger. Tschüss, Egger. Ciao, Sophie. Bis zum nächsten Mal. Oh, ciao zusammen. Hört ihr noch aus der Küche? Tschüss, Sophie. Tschüss. Und ihr verlässt die Bar. Ihr seid in der Stadt. Der Regen hat etwas aufgehört. Gut. Und ihr macht euch auf den Weg Richtung Schloss. Mhm.
verstecke mich wieder zwischen Lia und Sven ein bisschen. Ja. Ich laufe ein bisschen vor und bei den Ringen zeige ich dann immer unser Dokument, mit dem wir reinkommen. Ein paar Leute schauen euch nach und ihr hört auch ein paar Geflüster. Sind das nicht diese? Das sind doch diese Helden. Und ihr ignoriert es ein bisschen. Lauft vorbei. Das? Oder steht hier und so. Brustlas. Zieh meine Kapuze hoch. I'm the famous. Ich kenne sie. Charlie führt den Fame. Genau, und ihr geht durch diese Menschenmengen durch, an diesen Viehkarren und allerlei Stadtleute, Dorfleute, Tieren und Geschäftsmännern, Frauen. Ihr kennt es. Und ihr kommt zu dem Eingang zuerst in den goldigen Ring und dann in den königlichen. Zeigt dem königlichen Ring das Dokument und die Wache schaut euch kurz an. Gehört der zu euch? Und er zeigt auf Milos. Natürlich. Ja, klar. Okay. Gehört zu uns. Ja, scheint okay zu sein. Hier, gib's ihr zurück. Danke. Ihr geht in den königlichen Ring hinein und seht auch schon gleich den Königsplatz und das Schloss davor. Das in den Palast, oder? Ja, wissen wir wohin? Zur Zeit, wenn ich wieder zu diesem komischen Fächer oder wie der heißt. Nein, wir suchen. Ich denke, wir gehen zu Mina Varbala am besten. Ah, ja. Wir suchen ihren Turm oder ihre Gemächer. Ihr geht zum Palast, weil dort habt ihr sie das letzte Mal gesehen. Ja. Ihr wisst nicht, wo sie sonst zu Hause ist. Sehen wir eine Wache. An Palast hat natürlich vorne dran Wachen und ein großes Gitter. Sie sehen euch, ihr zeigt ihr das Dokument. Sie machen das Gitter auf. Wieder die Frage, gehört der zu euch? Der gehört zu uns. Seid ihr sicher? Ist er keine Geiseln? Nein, mir geht es perfekt. Ja, eigentlich sie. Okay, dann kommt rein. Du das erste Mal in den Königspalast hineingelassen. Du siehst die große Halle, die Treppe, die zum Königsthron führt, die Treppen, die entlang diesem wunderschönen Mosaikfenster von Rhaidos, dem Gott der Agrikultur und der Sonne, in dieses wunderschöne Mosaik gemeißelt, also das Fenster. Und ihr seht, vor dem Thron, ganz unten an der Treppe, steht Mina Varbala, die Hofzauberin. Gerade im Gespräch mit mehreren Zauberern, wie es aussieht, weil alle haben diese verschiedenfarbigen Roben an. Als sie euch sieht, winkt sie euch sofort heran und sagt noch etwas zu ein paar Zauberern, die dann weglaufen. Sie steht jetzt alleine zusammen mit einer weiteren Zauberin vor euch. Diese sieht folgendermaßen aus. Sie hat lange, graublonde Haare zusammengebunden. Rot-weiße, noble Kleidung, aber auch mit ein bisschen Magier-Vibe, weil es in eine Robe übergeht. Eine runde Brille auf der Nase, ein spitzes Kinn und sehr freundliche Augen. Und als sie euch anschaut, sagt sie mit diesem seltsamen Akzent, Jemei, es ist mir ein Vergnügen. Ich bin Petra Falif. Ich bin die Magna der Illusionszauberei. Ja, Mina Varbala ebenfalls sagt, gut, dass ihr so schnell kommen konntet. Wir haben ein Problem. Wer ist das? Mein Freund. Das ist Milos. Wir haben ihn im Kloster getroffen. Er hat sich uns kurzfristig angeschlossen. Wir vertrauen ihm. Würfel auf Überzeugen. 25. Wow. Okay. Immer gut auf die Überzeugungswürfe. Milos, sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Ich bin Mina Varbala. Mhm. Und ich verbeuge mich wirklich tief. Sie macht ebenfalls einen leichten Knicks. Wie ihr schon von ihr erfahren habt, das ist der Petra Falif, sie ist die Magna der Illusionszauberei. Wir untersuchen gerade alle Illusionszauberer wegen dem Vorfall im Leichenschauhaus. Petra ist die Lehrerin dieses Faches. Sie ist erst gerade zurückgekommen. Sie hatte einen kleinen Vorfall auf dem Lande, mit dem sie konfrontiert war. Aber sie nimmt sich jetzt dieser Sache an und wäre uns auch von Hilfe mit dieser Geschichte mit den Katakomben.
Dazu möchte ich euch kurz was zeigen. Sie führt euch ein bisschen zur Luke, wo es in die Katakomben geht. Und ihr folgt ihr dann dort die Treppe runter. Als ihr zur großen, schweren Steintüre kommt, nimmt sie die Hand nach vorne und sagt, zuerst einmal, Folgendes ist ein bisschen seltsam. Sie schnippt die Finger und eine Flamme wird in ihrer Hand, erschafft sich selbst in ihrer Hand mit Magie. Die Flamme aber ist violett. Oh. Ah, wie beim König. Oh ja. Sie verschwindet wieder. Das sollte eigentlich nicht sein. Und das nächste, das uns aufgefallen ist, ist das folgende. Sie gibt ein Zeichen zu zwei Wachen, die ebenfalls hinter euch mitkamen. Die gehen nach vorne und schieben die schwere Steintüre auf. Und ihr hört ein Echo aus Klopfen und Stampfen gegen Steintüren. Oh. Und auch mehrmals diese langgezogenen Rufe. Asako! Wir haben diese Sache jetzt untersucht. Es scheint nekrotische Magie im Spiel zu sein. Wir haben einen Fachmann, Hakon Reuss, studiert Nekromantie bis zu einem gewissen Grad, weil diese Magie sehr gefährlich ist. Und er meint, dass anscheinend ein Todesfluch sich am Ausbreiten ist. Dieser Fluch kann nur gebrochen werden, indem man entweder sich um diese Untoten kümmert und ihre Leichen verbrennt oder indem man, was auch immer sie möchten, ihnen gibt. Wie ich von euch am Abendessen erfahren habe, wollen sie den Kopf von Wasago. Ja. Sowie den Trank des... Entweder oder. Entweder oder. Ich glaube beides. Nein, ich meinte es ist entweder oder. Ja. Schließt die Tür wieder. Sie schließen die Tür wieder zu. Okay, Petra hier ist auf dem Fachgebiet der Illusionen die begabteste von uns. Das ist ja wahr. Wenn wir wüssten, wie Wasago aussieht, könnten wir eine Illusion des Kopfes machen. Mhm. Ding ist, wir haben keine Bilder, keine Erkennungswege. Wir benötigen etwas, das uns hilft. Wir brauchen ein Bild. Wir haben im Moment ein bisschen zu wenig Leute. Außerdem habt ihr bewiesen, dass ihr eine Raffinesse an verschiedenen Fertigkeiten besitzt. Mein Vorschlag wäre, dass ihr den Turm untersucht. Vielleicht findet ihr etwas, das uns entgangen ist. Ja, das klingt nach einer guten Idee. In der Zwischenzeit bereitet Petra hier eine Attrappe vor, die wir dann mit Illusionsmagie so aussehen lassen wie sein Kopf. Während Hakon Reuss, der Magnus der Nekromantie, an dem Zaubertrank wirkt, der nicht den Effekt des Lebens hat, sondern eines Geistertodes. Die Idee ist, dass wir den untoten König Aelon, den Grausamen davon überzeugen können, dass er diesen trinkt. Und daraufhin wird er, so wenn der Trank funktioniert, sein untotes Leben verlieren. Und wenn es nicht funktioniert? Dann müssen wir wohl ein paar Leichen verbrennen. Ein paar wandelnde Leichen, wie es mir scheint. Ja. Also die Geister wollen eigentlich nicht mehr hier sein. Wir wollen sie auch befreien. Die Zeit drängt. Wie gesagt, wir haben ein bisschen zu wenig Leute, um uns selbst darum zu kümmern. Deswegen kommt ihr ins Spiel. Mit den Investigationen gegen die Illusionsmagie. Wir sind im vollen Gange daran, diese zu befragen. Um den Übeltäter des Leichenschauhauses zu finden. Ich will mich eigentlich nicht einmischen dort, aber ist es nicht auch anderen Leuten, sind nicht auch andere Leute fähig dazu, sich so zu verzaubern? Ja, aber die haben keinen Zutritt zum Goldigen Ring, zum Königlichen, nicht so. Zum Goldigen. Natürlich, ja. Und durch so eine Illusion blickt der, wie heißt der? Aelon, der Grausame. Der Grausame, nicht du? Sollte nicht möglich sein. So viel wir wissen, haben Untote keine erweiterten Fähigkeiten, wenn es um das Feststellen von Magie geht. Auch sein Hofalchemiker Arnaldus hat nur begrenzte magische Fähigkeiten, wie wir aus den Überlieferungen wissen. Deswegen wäre es ist das Beste, was wir haben.
findet ein Bild von Vasago und dann geht direkt zu Petra Farliff in das Haus der Illusionen. Sie gibt euch gleich die Adresse durch. Ja, vielen Dank. Petra Farliff kommt zu dir und sagt, ich würde dann dir die Adresse geben, ja? Ja, sehr gerne. Hier ein kleiner Stadtplan und sie gibt dir einen kleinen Stadtplan. Stadtplan! Das Haus der Illusion ist gleich hier, auch im königlichen Ring. In Ordnung. Genau. Ja. Okay. Triff mich dort, also sobald ihr alle die Dinge habt, ja. Und dann kann ich die Illusion machen. Ja. Ja? Toll. Vielen Dank. Ja. Und Mina Varvala. Ja, Charlie? Ich denke, wir haben es besprochen, ich denke, wir nehmen den anderen Auftrag auch gerne an. Das ist hervorragend. Oder? Ja. Den mit dem Berg. Ja, ja. Ja. Die Expedition. Ja, klingt spannend. War schon mal jemand auf dem Berg? Nein. Ich glaube, vielleicht sollten wir das andere zuerst jetzt machen. Ja, ja. Absolut, ja. Ja. Nein, das hat Vorrang. Aber wir würden, die Expedition würde morgen beginnen. Morgen, ja. Das heißt, Dr. Munoz kommt heute hier an. Ihr könnt dann gleich mit ihm mitreisen. Und ihr trefft dann den Rest der Truppe gleich in Santern. Ja, gut. Ich informiere euch dann aber noch genauer darüber. Ja. Zuerst müssen wir dieses Problem lösen, weil sonst gibt es keine Expedition. Kommst du mit, Milos? Ja, natürlich, das klingt super. Aber kann ich kurz etwas fragen? Ja, natürlich. Zuerst mal danke, darf ich hier sein? Sehr schön, hier habt ihr es. Ein bisschen gruselig, aber... ich habe ein Problem. Ich brauche unbedingt Solutren. Solutren? Ja, wenn schon in Nadelform, perfekt. Wenn nicht, in Rohform. Aber haben Sie das irgendwo? Ich würde auch irgendwie zahlen. Ich glaube, wir haben noch einen kleinen Vorrat an Glasstein, aber der ist auch sehr spärlich. Ja, ich brauche nichts. Wir schauen, was wir machen können, okay? Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Natürlich, natürlich. Gut, wenn nichts weiter ist, dann... ihr wisst den Weg zum Turm? Zu Vasagos blauen Turm? Nein. Nein. Ich zeige ihn euch kurz. Sie läuft mit euch raus. In die Richtung des Turmes. Ist ein bisschen gruselig, aber es passt. Ihr läuft durch die Gassen. Und sie zeigt euch den Turm, der unter den dunklen Wolken auf einem kleinen Hügel steht und blau schimmert. Das ist Vasagos blauer Turm. Um den Turm rund ist ein Schutzzauber aufgebaut, deswegen schimmert er in diesem bläulichen Licht. Der Schutzzauber geht nur bis zu einem gewissen Grad unter die Erde und es hat dann mehrere Löcher, die von mehreren Leuten gebuddelt wurden, um den Turm zu untersuchen. Ihr geht einfach durch eins von diesen. Der Schutzzauber ist von euch? Nein, der ist noch von Vasago. Mhm. Was schützt er genau? Der Schutzzauber ist eine magische Barriere, die um den Turm rumgeht. Sie geht aber nur bis zu einem gewissen Grad in die Erde, deswegen ja. konnten wir uns durchgraben. Dass niemand rein kann. Das richtig, ja. So clever, nicht schlecht. Natürlich, ja. Die Zauberer von Aelon, von Redan, hatten schon immer sehr mächtige Gaben. Leider seit dem Verschwinden von Martinus Tarkov hatten wir keinen so hervorragenden Zauberer mehr, wie auch Vasago war. Aber wir arbeiten daran, nicht wahr, Petra? Ich gebe mir Mühe, ich versuche zu tun, was ich kann, aber Illusionsmagie ist halt auch nur bis zu einem begrenzten Grad nutzbar. Also ich finde Sie alle sehr beeindruckend. Okay, ja. Ja. Ihr seid. Oh. Ja. Gibt es irgendwas Schlimmes noch im Turm oder ist alles, ich weiß nicht, verjagt, was schlimm war? Wir haben den Turm mehrfach untersucht. Wie ich erfahren habe, ist es auch ein zu einem Mutwettbewerb geworden für junge Zauberer, in dem Turm zu schlafen. Es sind bis jetzt mit ein paar wenigen Ausnahmen immer alle zurückgekehrt. Es gab ein paar komische Fälle, wo Leute verschwunden sind, aber wir konnten auch nach mehrfachen Suchen nichts finden. Aber ihr habt eine sehr breit gefächerte Auswahl an Fähigkeiten, wie ich weiß. Deswegen, wenn jemand etwas Verborgenes finden kann im Turm, dann wäre das wahrscheinlich ihr. Das schaffen wir. Ja. Okay. In Ordnung. Ja, ihr trefft dann euch mit Petra und
mit Magnus Falif, Magna Falif. Und wir bereiten in dieser Zeit den Trank vor, sowie versuchen wir herauszufinden, welcher Illusionsmagier sich da in die Leichenhalle geschlichen hat. So, genau. Okay. Etwas noch. Dieser Zauber, mit dem ihr mich kontaktiert habt, ja, vorher. Welche Stufe ist der? Der ist super. Dies ist ein Zauber von der dritten Stufe. Oh, wow. Oh, okay. Muss ich noch ein bisschen üben. Wissen Sie, was toll wäre, wenn man auch antworten könnte? Das wäre super. Man kann antworten, ich habe euch gehört. Oh. Ja. Oh. Ah, das ist peinlich. Oh. Ja. Wie viel hat sie gehört? 25 Wörter kann man, ach so, übermitteln. Oh. Ja, das war nächstes Mal wisst ihr Bescheid. Danke. Solo drin, ich vergesse. Gut, okay, macht Dank. Euch auf. Auf. Ihr läuft den Hügel hoch zum Turm. Auf die Pferde. Geh wieder runter, Linus. Das ist kein Pferd. Das ist ein Scheiß. Als ihr oben beim Turm ankommt, wer von euch geht voraus? Ja, boy. Ja, boy. Ja, ich wär gleich hinter dir. Du gehst voraus? Nein. Ja, boy. Ja, boy. okay. Charlie, du siehst bald während dem Hochlaufen diese Gruben, die augenscheinlich für nichts einen Weg passieren im Boden, ja, wo sich jemand irgendwo runtergebuddelt hat. Und als du weiter nach oben kommst, läufst du in diese blau schimmernde Barriere rein, die dir... Au! Genau. Ah. Ja, die ist näher, als man denkt. Oh, das ist ein bisschen eine optische Täuschung. Ah. Okay, hier also ist die Barriere. Ich habe die Barriere gefunden, Leute. Sehr gut, danke. Gehen wir unten durch, okay? Einer dieser, okay, Tunnel. Geht durch den Tunnel. Und ihr seht jetzt diesen Turm wirklich von nahem. Ziegelsteinturm, graue Ziegel. Ziemlich hoch, sicher etwa 3 Stockwerke. 3, 4 Stockwerke. Und eine hölzerne Türe, die als ihr näher hingeht. Und wer möchte vorausgehen? Ich komme mit Schatz. Ich bin auch gleich hinter dir, so. Ja, an der Schulter. Ich bin neben dir. Du stehst vor der Tür. Die Musiker. Willst du aufzumachen? Das stimmt. Die Tür öffnet sich. Guck mal rein. Hallo? Steinernes Anwesen innen drin. Es hat fast nichts mehr rumstehen. Ein paar Holzbretter, ein kaputter Tisch. Es hat eine Treppe rechts, die nach oben führt, und links eine kleine Nische, eine Besenkammer. Mhm. Ein Schmiede. Kamin. Ja, Schmiede ist Schweizerdeutsch. Mhm. Ein Kamin und ein Schornstein darüber, an der hinteren Seite des Turmes. In dem Moment, wo er reinschaut, möchte ich mich anschleichen und ihm von beiden Seiten so kitzeln. Richtig gut. Ja, Musikerschrei, ich habe gehört. Ja, perfekt. Sorry, weiter geht's. Moment, bevor ihr reingeht. Ich möchte sehen, ob ich feststellen kann, ob kürzlich jemand da war. Okay. Würfel auf. Sehr schlau. Survival, das wäre Überlebenskunst. Kann ich meine Ohren spitzen und hineinhören, ob ich irgendetwas höre? Mhm. Würfel auf Wahrnehmung. 13. Du findest keine sehr frischen Fußspuren, ein paar alte. Okay. 4. Du hörst nichts. Okay, ich glaube, es war niemand vor kurzem hier. Vor längerer Zeit, ja, aber jetzt gerade nicht. Oder ich kann es zumindest nicht sehen auf dem Boden. Ja, wenn du sagst, diese Fußspuren sind alt, dann sind die alt. Gut. Okay, alles gut, dann gehen wir rein, oder? Ich gehe voran. Okay. Willkommen! Ein Echo von deinen Worten. Hallo! Ist das dunkel da drin? Es ist ziemlich dunkel, ja. Hey Linus, benutze doch deinen Stab. Oder diese Kugel. Oh, die Kugel, ja. Warte. Ich nehme sie vor. Leuchtet sie? Nein. Schüttel sie mal. Nichts. An! Nichts.
Alexa? Wer ist Alexa? Nee, das ist passiert. Ist das eine Gottin, oder? Passiert nichts. Ah, ist eine sehr unangenehme Kugel, die macht Sonnenlicht. Die macht Sonnenlicht, aber ich weiß nicht wie. Die tippt so dran. Kann ich sie untersuchen, ob ich irgendwie was Spezielles sehe? Würfel auf Arcana. Oh. 4. Keine Ahnung. Hab ich vielleicht irgendwo in meiner Reise so eine Kugel schon mal gesehen? Nein. Hm. Ich habe Fackeln, glaube ich. Oder wir, haben keine Fackeln mehr. Oh, wir können sagen, dass ihr auf dem Rückweg wieder welche mitgenommen habt, wenn ihr wollt. Vielleicht muss ich das mal der Zauberin zeigen. Ja, wäre vielleicht gut. Würde ich auch mal. Wer kann nichts sehen im Moment? Was ihr zwei, ihr zwei kann nicht sehen. Kannst du sehen im Dunkeln? Ja, sehr gut. Sehr gut. Schön. Ja, dann zünden wir eine Fackel an. Hat es Kerzen da gewohnt? Wir können ja auch Kerzen anlegen. Es hat keine Kerzen. Ja. Es hat keine Kerzen. Eine Fackel brennt. Ja, im Fackelschein ein bisschen genauer zu betrachten. Es hat wirklich nur Ramsch. Ein paar Holzbretter, kaputte Kisten. Ein paar Ratten, die wegschwärmen. Lecker. Ein paar Kakerlaken, die sich zwischen den Steinen verschwinden. Und eben die Treppe rechts, das kleine Häuschen links, das am Besenschrank zu sein scheint. Und was hier, als wäre es ein Foyer gewesen, ein Salon. Ich würde sagen, wir gehen jetzt langsam durch und untersuchen jedes Zimmer. Mhm. Okay. Auf geheime Türen, drückt alles, was ihr findet. Bist du sicher? Warum nicht? Wonach genau suchen wir eigentlich? Was wenn es Fallen gibt? Vielleicht ein Bild oder so, ein Gemälde. Darum haben wir dich dabei. Fallen, oh nein. Ja, aber was, wenn es geheime Türen gibt und die man drücken muss? Dann was, wenn es geheime Fallen gibt, die man drücken muss? Hat jemand den Kamin schon durchsucht? Den Kamin? Willst du den Kamin? Schauen. Ja? Ich helfe ich sonst. Würfel auf Nachforschen. Willst du auch würfeln? Wenn du hilfst, dann hat sie Vorteil. Dann mache ich mich an die Besenkammer zur gleichen Zeit. Okay. Ich kenne sie mit. Da gibt es sicher Spinnen. Und wir wissen alle, wie du auf Spinnen reagierst. Du untersuchst den Kamin ein bisschen, findest aber nichts, das irgendwie in die Richtung geht. Siehst du etwas? Du untersuchst die Besenkammer? Ja, mit Lias Hilfe und okay, Lias Hilfe für die Spinne. Aber komm jetzt in meine Hände mit deiner. Hey, schau! Sehr 13. Cool. 13. Das scheint ziemlich normal. Liegt noch ein kaputter Besen auf dem Boden. Hat es viele Spinnen oder ja, sehr viele. Sehr viele Spinnen. Oh. Keine Angst! Ey, lass die leben, die sind super. Ich wisch die nur weg. Ja, ich hoffe nicht, dass du sie nur wegwischst. Kann auch ein kleiner Snack sein. Na, ja. Okay. Irgendwie kann ich da nicht böse sein. Ich bin dagegen, dass man Tiere umbringt, aber ich kann dir nicht böse sein. Wenn sie so lecker sind. Ja, dann die Eier in deinem Bauch und dann schlüpfen da ganz viele Spinnen und dann fressen sie sich von innen auf. Ja, was erzählst du denn? Och. Wie kommst du denn auf so etwas? Guck mal die Spinnen an, die sind so komisch. Du bist komisch. Danke. Stimmt, meinem Onkel ist das passiert. Ja. Nicht so schön, aber ein bisschen wegschwemmen. Seht mit Bier. Wird schon. Mit Bier, okay. Ja. Oder mach mal ein bisschen härter, das Zeug. Aber ja. Okay, was gibt es sonst noch für Räume? Noch eine Treppe nach oben. Also gibt den Kamin, die Besenkammer und nach oben? Es gibt das Foyer, den Kamin, die Besenkammer, eine Treppe nach oben. Okay. Ja. Keine Treppe nach unten, keine Falltüren, keine Teppiche. Willst du mal den ganzen Boden untersuchen? Ja. Würfel auf Nachforschen. Will jemand dir helfen? Ich helfe. Ich würde gerne die Decke untersuchen. Ach gut, das ist 14. 14? Nichts. Die Decke? Ja. Okay, Würfel auf Nachforschen. Was ist das? Investigation? Mhm. 16. 16. Schaust der Decke entlang, ein paar Spinnenweben. Auch hier wieder nichts. Nö, sieht normal aus. Lass uns nach oben gehen. Ja. Ja. Ein Stock weiter. Schnell eine Frage. Sind wir jetzt, wir sechs, nur da? Ja. Okay.
Und wir müssen eigentlich die komische Aura irgendwie abchecken. Ja, irgendwo ist irgendetwas vielleicht. Ja, okay. Ihr sucht nach einem Bild von Vasago. Ja. Ihr geht die Treppe nach oben, steinerne Treppe. Und ihr kommt oben an, das war wahrscheinlich früher das Schlafzimmer. Mhm. Es hat noch eine Leiter, die weiter nach oben führt. Hier im Schlafzimmer auch noch ein kaputter Bettrahmen, eine kaputte Kommode, völlig hinüber. In den Stein drinnen hat es mehrere Nischen, auf denen auch kaputtes Holz liegt und diverses Zeug. Und nicht wirklich ein Anhaltspunkt. Alles scheint Ramsch zu sein und mehrere Leute waren anscheinend schon hier. Es liegen noch ein paar leere Flaschen rum. Anscheinend haben die Kinder, die jugendlichen Zauberer mal festgefeiert hier. Es hat auch einen kaputten Schlafsack auf dem Boden. Kann ich die Wände abtasten und ein bisschen drücken, ob irgendwo ein geheimer Eingang ist? Würfel auf Nachforschen. Helfe. Wieder mit Vorteil. Ich mach sonst wieder den Boden. 18. Was ist Untersuchung? Mhm. 20. 20? Ja. Als du ein bisschen durch die Wände abschaust, findest du eine dieser seltsamen Ritzen, fast hinein und spürst einen Hebel. Sorry. Oh. Du dachtest, ja. Spinnest du wild? Du fühlst einen seltsamen Hebel. Ich spüre etwas. Ich ziehe an ihm oder betätige ihn. Ziehst am Hebel und du hörst ein. Und zwar von unten im Erdgeschoss. Das war unten. Milos. Danke. Ich bin auch überrascht. Als ihr nach unten, mutig von dir. Als ihr nach unten geht, seht ihr, der Kamin hat sich nach hinten geschoben. Es gibt jetzt einen Weg frei, nach unten eine Treppe. Gab es nach oben auch noch einen Weg? Na, es gab noch eine Leiter. Ah, okay. Willst du noch schnell reingucken? Ja, warum nicht? Ich kletter schnell. Du bist nach oben. Hier nach oben hat es mehrere Öffnungen in der Decke. Und wahrscheinlich war das ein Planetarium. Dem Vasago die Planeten beobachten konnte. Sehe ich irgendwas? Auch hier nur Ramsch, alles nur ein paar Ramsch. Leere Flaschen. Ja, ich würde gerne aber trotzdem irgendwie die Wände und so untersuchen oder die den Raum. Nachforschen. 8. Du findest eine große Vogelspinne. Hast du etwas gefunden, Linus? Nein. Oh nein. Nein, nicht. Okay. Kommst du da wieder? Ist aber ein bisschen größer als nur so klein. Es ist nicht eine Vogelspinne, aber es ist einfach eine größere Spinne. Okay. Sie krabbelt langsam über deine Hand. Schlimmer. Das ist eine haarige Spinne. Würfel auf mit Tieren umgehen. Ist das... Wie ich sterbe. Oh, das ist das der erste mit Tieren umgehen Wurf im ganzen Spiel. Eine 7. Oh. Nein. Gerade als du das tust, beißt sie dich in den Finger. Au! Und du hast dich schon ein bisschen beschädigt durch das. Entschuldigung! Au! Was ist die erste, wenn sie schon halb. Was ist los? Du nimmst 2 Schaden. 2 Giftschaden. Brauchst du Hilfe? Au, 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 nein. Ah, alles okay. Ich lass sie oben. Ja. Sie krabbelt ein bisschen benommen davon. Oh, Spinne. Oh, ich weiß jetzt, warum du Spinnen nicht magst. Was? Ah, alles okay. 2 Schaden. Linus, an deiner Hand sieht es aus, als hättest du einen Spinnenbiss. Schwillt ein bisschen an. Ja. Hast du sie angefasst? Ja. Fehler. Großer Fehler, Linus. Weil man das nicht? Natürlich nicht. Nein. Musst du einfach schneller essen, als sie dich beißen. Wollen sie in dich reinfressen und dann in dir brüten. Hey, wir gehen dann trinken. Hab ich gelernt. Natural 20. Ja, ich versuche es nicht mal wirklich zu verheimlichen, dass ich lüge. Okay. Der Rest von euch geht nach unten. Ja, ich mache das Schlusslicht. Das Schlusslicht als Glut ist das Schlusslicht. Wer geht voraus? Ich gehe mit dem Hammer voraus. Okay. Ich bin in der Mitte. Direkt hinter. Ich bin gut in der Mitte. Okay,
als ihr alle zu sechs langsam da drunter läuft. Das wird fest am Umhang. Miloš, du stehst auf eine seltsame Platte, die sich bewegt, und ihr hört hinter euch den Eingang, der wieder sich verschließt. Im Licht der Fackeln seht ihr auf dieser Treppe, die nach unten führt, jetzt diesen Raum, der um eine Ecke geht. Vor euch hat es noch eine Türe rechts. Es hat mehrere Kisten, es hat eine große Truhe, es hat eine kleine Bar dort mit Sitzhockern, einem großen Fass. Haben wir so eine Man-Cave gefunden? Wo unten ein paar volle Flaschen stehen. Und überall diese Kisten und Holz, das rumliegt. Es brennt kein Licht. Es brennt kein Licht. Nur die Fackel, die in Deutschland. Also mit der Fackel ein bisschen um die Ecke schaust, siehst du dort in einer ziemlich großen Nische ein seltsames hölzernes Konstrukt, das an Ketten hängt und vorne dann ein Metallgitter hat. Vor diesem Metallgitter am Boden liegt ein Skelett, das darauf zuzulaufen scheint. Okay. Was ist das? Ich sehe ein Skelett. Würfel noch auf Investigation, auf Nachforschen, auf eine Wahrnehmung, tut mir leid. Oh shit. Mir hilft niemand, oder? Ich bin eine Eins. Wo ist es? Ah, da. Drei. Keine Ahnung. Aber das Skelett scheint ziemlich unecht. Die Luft ist rein, wir können. Scheint wie so ein Schauspielskelett, oder? Ja. Es ist viel zu grell von dem Weiß, ja, es kann gar nicht sein. Seid vorsichtig da vorne. Ich glaube, es ist ein Theaterclub oder so. Ich gehe mal schauen. Ein Untergrundtheaterclub. Oh, Vorsicht, pass auf. Du gehst mal zum Skelett hin? Vorsicht, ja. Okay, was macht der Rest von euch? Folge auch langsam. Okay. Ich halte Ausschau nach hinten, I guess. Ich würde gerne sehen, ob ich weitere Fallen oder so oder irgendwas, was ausgelöst werden, wahrnehmen kann. Auf dem Boden? Ja. Würfel auf dem Boden. Nachforschen. Ich habe 21. Du siehst auf dem Boden nirgends mehr einen dieser Trittschalter. Du siehst bei diesem seltsamen hölzernen Konstrukt an der Seite, hat es einen Schalter hinter dem Metallgitter. Mhm. Hinter dem Gitter? Hinter dem Gitter. Okay. Du siehst neben dem Skelett, das definitiv echt ist, liegt eine Notiz am Boden. Okay. Und sonst den Rest, wie ich schon beschrieben habe. Okay. Mein Degen ist gezückt und ich... Sagst du mir, dass es dort das, ich weiß nicht, was du gesehen hast, aber das Skelett ist definitiv echt. Also, da ist jemand gestorben. Sicher nicht. Aber da liegt eine Notiz neben dran. Vielleicht steht da was Interessantes. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich die einfach so anfassen würde. Die Notiz? Ich nehme sie auf. Ja, definitiv. Gut. Du liest die Notiz? Ja. Steht in der alten Gemeinsprache, steht darauf geschrieben. 2. Tresan des Monats Sonnenbruch, Jahr 1151. Wer das liest, solle wissen, dass ich nichts bereue. Ich habe schon seit längerem einen Zugang zur Untenwelt gefunden und diese für geraume Zeit erforscht. Als ich vorher gerade aus dieser zurückgekehrt war, wurde ich über meinen magischen Ring über den Tod meiner Frau informiert. Verflucht sei die Fähigkeit dieser Ringe, so konnte ich zwar schnell am Ort des Geschehens erscheinen, aber meine Frau dennoch nicht retten. Ich habe den König, seinen Alchemiker und seine Königsgarde getötet und ich würde es wieder tun. Denen, die jetzt nach mir suchen, um mich dafür zu bestrafen, sage ich, folgt mir doch. Teilt mein Schicksal und folgt mir in die Untenwelt. Ich habe euch bereits ein kleines Präsenz aus dieser hier gelassen. Oh oh. Das Skelett. Das beste Skelett ist das jetzt? Wahrscheinlich die Frau. Oder jemand. Nee. Das Skelett hatte diese in der Hand. Oder ist und wie du das? Mit dem Nachforschen weißt, sieht es so aus, als würde sie auf dieses hölzerne Konstrukt hinzulaufen. Auf dieses. Sieht das aus wie. Also, ich verstehe noch nicht ganz, wie das Konstrukt aussieht. Ja. Es gibt ein Metallgitter und einen Hebel. Es ist ein Fahrstuhl. Ich dachte, es ist ein Fahrstuhl, aber ich war mir nicht sicher. Na, ein altertümlicher Fahrstuhl mit einem Gitter davor. Okay, alles klar. Und was ist noch im Raum? Kisten? Hast du es gesagt? Hat mehrere Kisten, es hat eine große Truhe, es hat eine Türe. Und es hat diese hölzernen Fässer sowie Trinkgefäße, die gefüllt sind mit irgendeiner Flüssigkeit. Wollen wir in die Kisten kurz schauen?
Vielleicht ist was Gutes drin. Und ich es gab doch noch so eine Tür, nicht? Wollen wir da nicht vielleicht auch schnell reinschauen? Machen wir. Ja. Wer untersucht was? Flüssigkeit. Flüssigkeit. Okay, Flüssigkeit. Kiste. Kiste. Ich gehe zur Tür. Tür. Tür, okay. Als ihr alle ein bisschen dorthin geht, zuerst die Flüssigkeiten. Als ihr so ein bisschen bei diesem Fass diese Flüssigkeiten anschaut, eine Hand aufs Fass legt, um es genau anzuschauen, merkst du, wie deine Hand kleben bleibt am Fass. Oh. Siehst deine Hand ein bisschen und du siehst auf einmal, wie mehrere dieser Augen aufploppen. Oh, und du hörst ein und siehst, wie sich dieser gigantische Schlund öffnet und dich angreift. Oh nein! Als ihr zur Türe geht und durch diese Türe gehen wollt und an dem Griff, wer von euch greift dran? Ja, ich. Als du gerade dran greifst, siehst du, wie auch wieder hier deine Hand kleben bleibt an der Tür und wie aus der Tür mehrere Augen und sich dieser gigantische Schlund öffnet und dich hineinzieht. Und sie die Kisten untersucht. Und ihr die Kisten ein bisschen durchschaut, ein bisschen näher an die Truhe kommt, sodass dein Fuß die Truhe berührt, spürst du, wie die mein Truhe... Fuß. Ich war bei der Flüssigkeit. Wer von euch soll der... Hat das schlechtere Lust? Wie sieht die? Ich habe angefangen. Dein Fuß berührt leicht die Truhe und du merkst auch da wieder, wie die Truhe kleben bleibt und wie auch dieser Truhe Augen wachsen, alles gleichzeitig, wie sie sich öffnet und dieser gigantische Schlund dir entgegenblickt. Wir dürfen für Initiative. Okay. Der Bonus ist noch vorhanden, oder? Ah, nur eine Minute, oder? Nein, ja, der ist schon lange weg. Schnupftabak! Nochmal Schnupfen. Schnell gib's mir! Gut, dann zaubere ich kurz die Battle Map herbei. Und? Oh, die Minis sind mega cool! Wir haben die Reihenfolge kurz ausgewürfelt. Linus ist zuerst dran. Wow. Dann hat kommen nichts damit zu tun, dass er ihm einen Stift gegeben die hat. Die Mimics. Mimics. Dann kommt Sven. Gute Rappen. Dann kommt Milos. Dann haben wir Glut. So toll. Charlie. Und zu guter Letzt Lia. Wir beginnen den Kampf. Linus, du beginnst. Was möchtest du tun? Hui, schwere Sache, hier anzufangen. Dieser Mimik ist im Begriff, Glut zu beißen. Okay. Sie klebt dann an ihm und seine Zunge löst sich langsam aus dem Innern, während die Zähne und die Augen sichtbar werden und er zu einem Biss ansetzt. Was ist das? Glut, Achtung, pass auf! Und ich probiere einfach dagegen zu treten. Okay, geh weg! Würfel einen Angriff. Fuck, was mach ich da so? Wo ist das? Was mache ich da dazu? Wie geht die D&D? Du hast dort unarmt da, eine 21. Das trifft. Würfel für den Schaden. How do you D&D? How to D&D? Für den zweiten Angriff jetzt, oder? Ja. 15 für den Bonusattacke. Trifft ebenfalls. Würfel zweimal Schaden. Dann würfel ich ein was? Ein D4. Dann einmal... 4 Schaden. Mhm. Okay, 4. Oh. Und einmal 7 Schaden. Okay. Hey, hey. Nice. 11 insgesamt. Bam, bam. Gut. Ich würde sagen, ein Kick und ein gezielter Schlag aufs Auge. Sehr nice. Das ging aufs Auge. Du kickst gegen diese Kiste und haust einmal auf eines dieser 4-5 Augen drauf. Nein. Das Auge schließt sich schmerzhaft und es macht ein... Was ist los? Wieso sind deine Monster immer so süß? Tut mir leid, das sind die Geräusche, die ich mache. Sehr gut. Möchtest du dich bewegen? Es scheint auf Glut konzentriert. Du hast also keinen Opportunity, keinen Gelegenheitsangriff, den du Ich habe jetzt schon die Bonus gebraucht, nicht? Und du hast ja eine Bewegung noch? Ich bleib da. Du bleibst da, okay. Dann sind die Mimics dran. Oh, außer ich kann auf die Kiste drauf.
Auf das Fass. Ja. Würfel kurz für Athletik. Ja, zwar, du hast dein ganzes Movement noch. Also, ja. Dann kein Problem. Ja. Kletterst du auf das Fass drauf. Ich kletter hoch. Vielleicht ist das auch ein Mimik. So, ah, verdammt. Die ganze Band ist ein Mimik. Okay, wir haben die Mimics sind dran. Glut klebt gerade in einem Mimik. Das heißt, dieser hat Vorteil auf dem Angriff gegen sie. Genau. Hat's mich oder dich erwischt? So gemein. Ich glaube, mich. So, das sind 13, mich, das so trifft nicht. Dann haben wir einen Mimik, der Sven angreift, ebenfalls mit Vorteil. Oh, das trifft. Das trifft, das sind 22. Sven, du nimmst Schaden. Das war... Nicht mein Ghostboy. 5 Bludgeoning, also was hat man Bludgeoning? Wucht. 5 Wuchtschaden plus 3 Acid. Säure. Fucking shit. Also acidic. 8 Schaden. 8 Schaden insgesamt, ja. Oh. Dann ein Angriff gegen Charlie. Nein. Auch mit Vorteil. Das war eine natürliche 1 und das ist eine natürliche 2. Oh wow. Trifft nicht. Ich hab schon gedacht, es kommt 20. Glut, du bringst dein Schild nach vorne, bevor er dich beißen kann. Charlie, du schaffst es gerade noch, deine Hand ein bisschen wegzumachen, klebst aber immer noch dran. Sven, du bist dran. Okay, also ich klebe jetzt immer noch an der Tür. Oder kann ich die Hand wegnehmen? Versuch es, mach einen Athletik-Check. Kann ich ihm göttliche Führung geben, obwohl ich nicht dran bin? Nein. Ne, 1. Oh, du klebst ziemlich. 2, also. Ja, gut, okay, ich klebe noch dran, dann. Ziemlich stark. War das jetzt schon meine Action oder noch? Nein, das war Bewegung. Okay. Ein Check ist immer. Wenn ihr klebt, dürft ihr einmal versuchen. Gut, dann mache ich falsches Leben auf mir selber. Ich kriege ein wenig Leben. Yes, ich habe wieder 6 temporary Hitpoints. Du benutzt... Falsches Leben. Falsches Leben. Wieder. Deine rechte Hand klebt daran, mit deiner linken wirkst du falsches Leben und diese seltsamen Fäden erscheinen um deine Hand und ziehen sich um deine Hand zusammen und klettern dann langsam über deinen ganzen Körper, bevor sie wieder verschwinden. In diesem violetten Licht. Das ist eine Nekromantie, oder? Violette Fäden, die dann verschwinden. Sehr gut. Das war dein Zug. Milos, du bist dran. Okay. Du bist hier. Wie groß ist mein Reach allgemein mit deiner normalen Waffe? 5 Fuß. Also dann müsste ich noch ein bisschen näher gehen, um Charlie zu helfen. Ja. Okay. Willst du das? Also dann nehme ich, lauf ich näher hin. Ich sag, du springst hier auf die Bank rauf, die ist ja nicht so hoch. Cool. sag, Charlie, Achtung, meine Hand! Und sie klebt! Mit beidhändig den Streithammer runterschlagen. Okay, würfel einen Angriff. Au! Oh shit, also. Oh nein, das ist eine 6, oder? Ja. Plus 4. Plus 4, 10. 10 trifft nicht. Du versuchst nie nach unten zu schlagen, aber dieses seltsame Viech, das eigentlich gar keine Beine, kein Gesicht und gar nichts besitzt, weicht dennoch irgendwie aus, indem sich seine ganze Form wegdrückt und dein Kriegshammer lediglich den Boden trifft, der ein bisschen splittert. Willst du dich noch bewegen? Wieder weg? Ein paar Schritte zurück. Ja, oder kann er dann mich angreifen? Nein, er ist auf Charlie fokussiert. Okay, ja, dann will ich zurück. Okay. Das ist dein Zug. Glut, du bist dran. Ja, loslassen! Ich schlage mit meinem Morgenstern. Okay. Ist Linus in Nahkampfreichweite mit... Er hat einen Angriff gemacht, ist dann weggesprungen. Also ich bin auf das Fass. Innerhalb von 5 Feet. Anderthalb Meter. Mit der Höhe? Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, nein, ich gesagt nicht, nein. Noro. Ah, wegen Rudel. Rudeltaktik. Das darf ich nicht vergessen. Mach du. Alles gut. 19, um zu treffen. Das trifft. Das sind 11 Schaden. Oh, wow, nice. Okay.
Du haust ebenfalls auf eines der anderen Auge drauf. Dieses schließt sich ebenfalls und schwillt an. Das macht wieder eines dieser seltsamen Geräusche. Dieses willst du dich auch versuchen loszulösen? Kann ich das als... Ja, ein Athletik-Check mit Nachteil. Habe ich vorher vergessen. Ja, schlechter als nicht komplett. Ah, nein, das ist 5. Das reicht nicht. Na, du klebst immer noch daran. Charlie, du bist dran. Ich drehe mich zu Milos und rufe ihm zu. Bruder Milos, Bruder Milos, schläfst du noch? Schläfst du noch? Du musst jetzt mit kämpfen, gib ihm auf die Fresse. Bing, bong, bong, bing, bong, bong. Du bist inspiriert. Sehr schön. Das heißt, du bekommst einen W6 und kannst den auf einen Angriffswurf oder Ability-Check. Oder einen Ability-Check dazu rechnen. Oder Rettungswurf. Okay, ja. Cool. Das stimmt, genau. Ja. Oh, habt ihr das gehört? Als Aktion wirke ich gäsiger Spott und sage der Kreatur, wo sind die? Deine Dis-Seite. In dieser Spelunke bist du der größte Halunke. Oh. Okay. Als Rettungswurf. Wie viel Intelligenz müssen Sie besitzen? Gute Frage. Es muss mich nur hören können. Es steht nichts von Intelligenz. Ich habe Weisheit 19 gewürfelt. Ja, das besteht. Okay, keinen Schaden. Scheint dich nicht zu verstehen. Gut, dein Zug. Willst du dich noch versuchen loszulösen? Auch Athletik mit Nachteil, wenn du möchtest. Oh, ich? Ja, so eine freie kann ich das gratis? Frei als Teil der Bewegung, ja. 14. Das mit Nachteil. Oh, mit Nachteil, Entschuldigung. Ja, immer noch 14. Ja, das schaffst du. Bewegst du dich fort? Ja, bitte ein bisschen zu 10 Fuß zurück. Dann hat es einen Gelegenheitsangriff. Ja, ist okay. Okay, 10 Fuß zurück neben Milos und Lia. Es macht einen Gelegenheitsangriff gegen dich. Trifft er nicht. Das sind 13. Trifft. Das sind 11 Wuchtschaden plus 5 Säureschaden. Okay. Nein, aber fast. Oh nein. Ja. Okay, Milos, Würfel auf Wahrnehmung. Natürlich. Ich schreibe dir kurz was auf. Okay. Das bekommst du nachher gleich. Zuerst aber Lia, du bist dran. Ja, ich möchte auch eigentlich so in etwa neben Charlie stehen. Mhm. Und dann würde ich gerne mit meinem Bogen angreifen, und zwar die Tür. Okay. Bleibst du, wo du bist, oder willst du dich wegbewegen? Ich würde gern ein bisschen weg. Okay. Aber, ja. Hier. Wenn das geht. Ja, natürlich. Okay. Würfel einen Angriff. 11. 11 trifft nicht. Blöd. Scheiße. Kann ich kurz das Handbuch haben, vielleicht? Sorry. Dankeschön. Oh, wow. Shiny. Fancy. Wow. Well, thank you. Nichts. Niemandem zeigen. Mhm. Das fällt dir auf, also, dass du dort bist. Okay, dann haben wir nach Lia ist Linus dran. Linus, was möchtest du tun? Du hörst jetzt alle schreien durcheinander. Und mehrere dieser Mimics. Alle, die Türe hört sich ein bisschen tiefer an. Ist mehr ein. Während die Kiste und die Truhe mehr ein. Ich hab das geübt. Like Bruce Almighty. Schau immer noch zu Glut und sehe, dass sie immer noch festklebt. Ja. Glut, mach dich bereit! Und ich spring von der Body Slam? Body Slam, Body Slam! Kiste! Arschbombe! Gib mir einen Athletik-Check. Einfach um zu springen. Athletik, nicht Akrobatik? Akrobatik, ja, hast recht.
16. Perfekt, du in der Luft kommst du von oben nach unten. Würfel mit Vorteil. Oh, nice. Zweiter Würfel. Nimm mal den Metalligen. Nicht so gut. 12. Das trifft. Oh, okay. Trifft genau. Würfel noch ein extra D4 für die Wucht. Also dann sind das 7 Schaden. 7 Schaden. Nice, okay. Du kommst von oben nach unten mit dem Ellbogen. Hast du voll in die Kiste rein. Es tut ein bisschen weh, aber es geht schon. Der Kiste tut es mehr weh. Und sie macht halt Attack Roll, Ability Check, also alles mit dem Was tue ich denn? Mach ich jetzt nochmal? Bonusaktion? Ja. Bonusaktion, Schlaghagel. Schlaghagel! Würfel nochmal zwei Angriffe. Jo. Nichts in D4. Do you even D&D? Oh, nee. Das trifft nicht. Oh, nee. Elf? Das trifft elf. Nicht. Nein. Nein! Oh. Versuchst zweimal zu schlagen. Dieses Mal weicht dem ersten Schlag aus. Den zweiten trifft es zwar, aber scheint nichts auszuwirken. Also gegen den stärkeren Bauch, wenn es ein Bauch ist. Aber dann bin ich jetzt neben Blut, oder? Richtig, ja, du bist jetzt hier. Oh ja. Okay. Wer sind das bunte Rudel? Dann ist der. Sind die Mimics dran? Zuerst der bei Glut macht nochmal einen Angriff auf Glut, die immer noch gefesselt ist. Das sind 13. Die Türe macht einen weiteren Angriff gegen Sven. Ach, du bist nicht mehr? Doch, du bist auch immer noch. Das sind 13. Trifft. Okay. Sven. Delicious Tafel. Das sind 6 Bludgeoning-Schaden plus 2 Säure. Also mein Temp ist wieder weg. Ja. Also 8 insgesamt. Und höllischer Tadel, es macht einen. Einen. Dexterity. Ja, Geschicklichkeitsrettungswurf. Mhm. Ist eine. Natürliche 1. Yes! Ich meine, seine Tür wie geschickt, kann ich sagen. Voll. Okay, 12 Schaden. Oh, 12 yes. Feuerschaden. Feuerschaden. Sehr gut. Tür, burn, Tür, Feuer. Burn. Okay. Ja, die Tür, diese seltsamen roten, ist schon Evocation, oder? Mhm. Diese seltsamen roten Fäden spannen sich auf einmal um die Tür rum in die Decke und ziehen sich dann zusammen wie so eine Sanduhr, ein bisschen. Und ziehen sich dann zusammen, quetschen die Türe und beginnen dann zu brennen. Die Türe schreit. Genau. Dann die letzte Tür, die Kiste hier, bewegt sich auf euch zu und zwar ganz langsam. Oh. Oh, nein. Und versucht nochmal Charlie anzugreifen. Trifft er nicht. Das ist schon eine 16. Aber ich habe keinen Vorteil. 16. Trifft. Okay, Charlie. Hör auf, das zu sagen. Das sind 5 Bludgeoning. Ich bin down. Und 6 Säure. Cutting Words zu spät. Kann er noch nicht. Ich hab keinen Cutting Words. Nein. Okay, Charlie geht down. Nein. Okay, Sven, du bist dran. Cool, ich versuche mich wieder zu befreien. Okay. Mit Nachteil. Mit Nachteil. Das war's mit mir. Ja, das ist eine 3. Nein, klebst immer noch. Ja, okay. Tja, dann dann mache ich halt nochmals falsches Leben auf mir. Okay, nochmal falsches Leben. Ich glaube, das kann ich jedes Mal, oder? Ja. Yes, ich glaube, at will, oder? Steht in der Beschreibung. Ja. Nochmal und 8. Ich muss kein von meinen Slots dafür verwenden. Mhm. Ich habe 8. Okay. Wieder diese seltsamen Fäden, die um dich erscheinen, wickeln sich genau um die Wunden, um diese ein bisschen zu schützen von den Bissen. Dann haben wir nach Sven Milos. Ja, mach mal was. Du bist dran. Hilf mir. Milos, neben dir geht Charlie zu Boden, während sich der Mimik in ihn reinbeißt. Erkenne ich das Gleiche als du? Das von vorher nicht, dieses Mal. Okay. Nein. Ich mache als Bonusaktion heilende Worte. Okay, ja.
Healing Words auf wen? Macht 10. Auf Charlie, ja, danke. ich denke, eine D4. Plus Spellcasting Ability. Genau, das sollte plus 2 sein. Genau. 2, 4. Plus 4. Danke! Okay. Du bist wieder bei Bewusstsein jetzt, aber du liegst noch. Ich lege noch. Okay. Spellcasting Ability. Wisdom plus Proficiency. Nein, nur die Wisdom. Nur die Wisdom, ja. Und dann als Aktion? Ich probiere es mal mit Channel Divinity. Nein, falsch. Chromatic Orb oder chromatische Kugel. Du hast als Bonusaktion schon einen Zauberspruch gewirkt. Ah, da muss ich jetzt eine. Das ist auch eine Regel, du darfst nicht zwei Zaubersprüche außer wirken. Einer von beiden ist ein Cantrip. Zaubertrick. Okay. War's nicht. Okay, also dann ein normaler Angriff. Mhm. Doppelhändig mit der Streitaxt. Okay, mit dem Streitkolben. Mit der Warhammer. Kriegshammer. Ja. Sorry, Kriegshammer. Würfel einen Angriff. Ja. Da 17, ja, das, aber ich... Das passt schon, dann brauchst du sie lieber später, die Inspiration. Also 17 plus 4, 21. Das trifft, ja. Schaden. Okay. Zweihändig oder einhändig? Zwei. Dann 1d10. Das ist der D12. Oh, D12, ja, jetzt hab ich schon Wurscht. Kein Problem. Ja, genau. Wirklich? Ja, die 0 ist die 10. Ah. 3 plus 2, 5. 5 Schaden. Ja. Okay. Alles klar, das ist der bei Charlie. Das schreibe ich mir jeweils auf. Okay. Dann ist am Zug Glut. Chacha geht es wieder besser, das ist gut. Dann greife ich nochmal an mit Linus gleich daneben. Das heißt, ich habe Rudeltaktik. Richtig. Come on. Das ist eine 16. Trifft. Für 6 Schaden. Okay. Sieht schon nicht mehr so gut aus, wie auch schon. Und kann ich nochmal versuchen, mich zu lösen? Ja, Athletik mit Nachteilen. 8. Klebst immer noch. okay. Dann nach Glut. Charlie. Okay. Du lebst wieder, liegst am Boden. Ja. Der Mimik beugt sich langsam über dich. Diese komische, klebrige Masse fängt an, über dich drüber zu kleben. Ich nehme die Rückzugaktion und ich laufe so auf allen Vieren so rückwärts und stehe dann auf und kicke ihn so mit den Beinen weg. Also nicht um Schaden zu machen, einfach um wegzugehen. Okay. und renne dann, stehe auf und gehe hinter Lia. Ja. Dieses Fass ist, glaube ich, umgefallen. Ne? Ist hinter Lia. Und dann hinter Lia sage ich so zu ihr: wo ist das? Da. Was machen wir? Du bist die stärkste und mutigste Halbelfe, die ich je getroffen habe. Und ich meine, ich habe mich schon getroffen. Du bekommst auch einen D6 dazu. Dankeschön. Du fühlst dich inspiriert. Ich nehme. Lia ist auch gleich dran, wenn du nichts mehr weiter. Nein, das ist mein Zug. Lia? Sorry, darf ich noch? Ich habe mich noch nicht bewegt. Oh ja, natürlich, ja. Möchtest du dich bewegen? Ja, weg. Das Ding ist, der Mimik ist jetzt nicht mehr mit Javanis. Aber er hat ja schon seine Reaktion doch verwendet, oder nicht? Die hat er inzwischen zurückgehalten. Hat er wieder zurück. Ah, also wieder deswegen, wenn du dich bewegst, hat er einen. Hat er die Chance für einen Gelegenheitsangriff? Okay. Ja, dann lass ich es sein. Okay, du bleibst, wo du bist. Lia. Kann ich meine Bonusaktion zuerst nutzen? Ja, natürlich. Ich würde gerne Jägersmarkierung wirken auf die Tür. Und dann. Hunter's Mark. Hunter's Mark auf Englisch. Hunter's Mark, ja. Heißt so toll auf Deutsch. Jägersmarkierung. Jägersmarkierung. Genau. So. Tut mir leid, hier habe ich Santa's Mark. Auf die Tür. Auf die Tür. Nice. Okay. Die läuft mir nicht mehr davon. Dann
Dann greife ich an mit meinem Langbogen. Mhm. Yeah. Mach die Tür kaputt. Kann ich? Könnte ich den die jetzt... Die Inspiration, die kannst du brauchen, ja. Einfach dazu rechnen. Einfach dazu rechnen. Also würfeln und dazu rechnen. Ja. Du hast halt nur einmal. Oh, ich habe insgesamt 12, 17. Das trifft. Und du kannst noch einen D6 für das Huntersmark zum Schaden dazuzählen. Ja, Moment, ich glaube, ich habe einmal D8 und dann einmal D6. Mhm. Ja, also. Und plus noch deinen... Plus den Bonus. Auf beide? Nein, nur auf einen. Dann haben wir 4 und 3 gibt es 7. 7 Schaden. Den weißt du wen. Okay. Ein Pfeil trifft die Tür, aber sie ist viel zu massig und groß. Scheint nicht groß. Sie scheint immer noch ziemlich viel zu sein für eine Tür. Was ist hier los? Das war dein Zug. Möchtest du dich bewegen? Nein, ich bleib da. Okay. Dann ist nach dir Linus dran. Mhm. Die sieht schon ein bisschen kaputt aus, oder? Die sieht schon ein bisschen kaputt aus, am kaputtesten von allen. Mhm. Mach was Krasses. Ja, was zeig den Bodyslam. Danach mit den Ellenbogen. kann ich probieren... Also, wie klebst du fest? Am Fuß, glaube ich. Ja, am Fuß. Könnte ich mit einem Angriff probieren, so anzugreifen, dass Glut gelöst wird? Oder wäre das möglich oder wäre das etwas Separates, dass ich hier einfach helfe, loszukommen? Würfel auf Nachforschen. Achte. Du siehst gezielt, wo du hintreffen müsstest, um sie zu lösen. Mhm. Du kannst es versuchen. Dann würde ich das probieren. Okay. Würfel einen D100. Natürlich eins! Oh. Nein! Das war's wohl mit meinem Fuß. Einen D100! Was muss ich, hoch oder tief? Du willst möglichst hoch. Hoch. Also. Wenn du jetzt eine 100 würfelst, ist das ziemlich gut. Jetzt, was? Wenn du jetzt eine 1 würfelst, ist das ziemlich blöd. Ja. Aber das passiert ja nie. Ich weiß nicht, aus Erfahrung. Ja. Du rollst aus und stößt dir den Kopf und bist tot. 50? 50? Nee. Ja, 50. Genau, auch so. In die Mitte. Aha, das ist gerade eine 51 und du wärst fein raus. Deine Rüstungsklasse wird um 1 reduziert. Oh. Ich verliere so einen Stofffetz. Bedecken Sie sich! Was ist denn das? Ich hätte ja gesagt, dass du irgendwie dein Bein ein bisschen verdrehst. Du knickst ein bisschen um mit dem Fuß, während du gerade angreifst und durch das bist du ein bisschen weniger wendig. Genau, dein AC wird von 15 auf 14 reduziert. Ja, aber ich kann ja sicher noch mal angreifen, oder? Du kannst noch mal angreifen, ja. Hauen Sie rein. Ins Bonusaktion. Ah, du blödes... Bam. Okay. Der andere Fuß auch noch verdreht. Was ist mit dir? Nein! Nein! Beide sind 20! Yes! Würfel ein D100! Ja. Jetzt möchtest du ebenfalls sehr hoch würfeln. Jetzt kommt nein! Sag so Dinge nicht. 12. 12? Ich will mal hochwürfeln. Normaler Crit-Schaden. Okay, das ist schön. Das Glück hat gerade 10 und abwärts geschossen. Du musst sagen, ob du zweimal würfelst oder ob du verdoppelst. Zweimal würfeln. Eigentlich vorher, aber wir lassen es durch. Musst du sagen. Nein, zweimal würfeln ist okay. Ja. Beim D4 ist es nicht so. Bei anderen ist es ein bisschen mühsamer. Das zählt, da war eine 2. Okay. Also, ja. 7 Schaden. 7 Schaden. Du darfst sofort einen Athletik-Check machen, weil er mit seiner Investigation. Das sind 12. 12. Mit Nachteil. Reicht immer noch nicht ganz. Nein. Warum Nachteil? Das ist eine. Adhesiv. Weil diese Dinger kleben sind. Aha, ich habe nicht gehört, dass du es gesagt Nachteil. Hast. Das war Linus, sein Zug, der Mimik. Möchtest du noch? Danke, Linus. Nee, ich bleib da. Okay. Der Mimik macht wieder einen Angriff auf dich.
Mit Vorteil. Das ist eine 19. Oh, das trifft. Amen. Oh, 11 Schaden schlagend und 2 von der Säure. Okay, also 13. 13 Schaden. Sven, ein Angriff gegen dich von der Türe. Das ist eine 22 und eine 17. 22. Ja. Dann haben wir zuerst 5 schlagend Schaden und 3 von der Säure. Okay, mein Temp ist wieder weg. Ich mache nochmal eine höllische Taten. Du bist. Ah, okay, ja, na klar. Wow. Es macht nochmal einen. Der zählt 3. Ehrlich mit dir, komm. Ja, es schafft es nicht. Du darfst deinen Schaden rollen. 9 Feuerschaden. 9 Feuerschaden. Wieder dieselben roten Fäden, die nach unten kommen und die Tür anzünden. Also zuerst quetschen und dann anzünden. Gut, dann haben wir noch diesen hier. Der richtet sich jetzt gegen Miloš. Mm. Und greift Miloš an. Kein Problem, komm gut. Es macht einen Pseudopod-Angriff, nicht mit dem Biss, weil es will dich festkleben. Okay. Das ist eine 24. Ja, knapp. Du klebst an dem Ding. Sehr gut. Und du nimmst 4 Bludgeoning, Wuchtschaden. Irgendwann schaffe ich's. Okay, Sven, du bist am Zug. Cool. Ich versuche es nochmal, mich zu befreien. Okay, Athletik. Blödes Ding. Ja, das ist eine 7. Nein, klebst immer noch. Okay, dann nochmal falsches Leben. Okay. Das machen wir jetzt den ganzen Tag so. Ja, ich habe 7 Leben. Okay. Wieder die gleichen Fäden erscheinen, schützen wieder die gleichen Wunden. Ich kann das den ganzen Tag machen. Die Türe scheint tatsächlich ein bisschen verzweifelt, weil sie schafft es einfach nicht, dich das an ein Fleisch ranzukommen. Sie reißt immer wieder diese Fäden, diese unsichtbaren Fäden weg, die dann wieder sichtbar werden. Okay. Sven, das war dein Zug? Ja, Lia, mach mal was, ich klebe immer noch hier. Miloš. Dann bist du dran. Du klebst. Wie ist es genau, wenn ich mich befreie? Ist das eine Aktion? Gehört zur Bewegung dazu. Okay, ja. Nein, ich mache zuerst. Einen Moment. Inflict Wounds. Oh, okay. Einen Constitution. Nein, sondern. Das ist ein Angriff, glaube ich. Ah, ist ein Angriff, ja. Dann würfel einen Angriff. 18. Du musst deine 4 für deinen Zauberangriffsbonus. Also 22. Das trifft. Würfel Schaden. Okay. Ich glaube, 2d10. Ja. Ich glaube sogar 3. 3 sogar. Oh, wow. Ja. Hat mir jemand noch einen? Also 8, 10, 15. Wow. Plus noch irgendetwas oder nur nein, das? Das ist okay. Das ist eine Krote. 15 Schaden? Genau, und zwar nekrotisch, ja. Okay, sehr geil. Ja, diese schwarzen Adern, ab dem Punkt, wo du diesen Mimik berührst, ziehen sich durch das Fass durch und es schreit auf in diesem krächzenden hohen Ton, dieses als du die Feuchtigkeit raussaugst, das Ganze langsam verderben lässt mit dem Inflict Wounds. Sehr cool. Sonst noch etwas? Hat es mich befreit oder muss ich das jetzt gerne das noch? Das müsstest du immer noch. Also ich probiere es. Ja. Mit Nachteil. Kann deine Expedition auch für das benutzen oder nicht? Natürlich. Kann ich, glaube ich, für alles. Zu meinen 9. Plus deine Athletik und vielleicht noch plus den D6, wenn du möchtest. Athletik wäre, ja, 11, also ich mach's noch mit der Inspiration. Athletik ist plus 4. Wo siehst du das? Oh, ja, plus 4. 13. Ich weiß vorhin gewesen, wer hat's geschafft? Scheiße. Aber weiß auch nicht mehr. Die Frage, reicht es nicht? Ja, reicht es, ohne. Ich mach's ohne. Okay. Du versuchst, dich loszureißen und schaffst es tatsächlich. Oh! Wo möchtest du hingehen?
das ist jetzt eine gute Idee. Ich gehe mal Richtung Lift, falls das unsere Nächte dessen. Ja, was wir flüchten wollen. Okay. Bis hier oder willst du weiter? Ja, ich sehe es nicht, aber ja, so ist es, glaube ich, gut. Ja, hier hinten ist ich gehe schon mal runter. Ja, okay. Ich dachte auch schon, okay. Das war Milos zum Glut. Du bist dann. Noch mal auf die Kiste. Okay. Mit Vorteil, weil wegen Linus. Yes. Auch, das ist eine 21, um zu treffen. Das trifft. 4-8 Schaden. Oh, wow, ja. Ja, das sieht richtig scheiße aus. Du haust drauf und wirklich die Hälfte des Mimics ist platt gedrückt. Und auch die Geräusche werden ein bisschen weniger. Noch ein du klebst immer noch dran, aber es ist noch die Hälfte davon da. Würfel. 9. Du klebst immer noch. Ja, immer noch schlechte Athletik. Es versucht immer noch, dich zu beißen. Okay. Das war Glut. Charlie. Vom hinteren Ende des Raums, wo Charlie steht, klingt eine Melodie. Guten Abend, gute Nacht, von halbe Elfen. Das war falsch. Von halb Elfen bewacht, so schläfst du bald ein. Wie ein Engelein. Okay. In die Mitte des Raums mache ich Schlaf und ich würfle. Versuch so viele wie möglich. Es sind ein 6 Meter Radius Kreis. Okay. Ich glaube, ich kriege alle. Wenn du versuchst zuerst diesen hier, es ist dann die Tür und dann das Fass. Punkten. Der ist ja, ja schon fast kaputt. Der mit den niedrigsten Trefferpunkten. Aha, der wird zuerst getroffen. Ja. Kann ich noch 2d8? Ja, nee, aber dann... Aber, oh. Ja, okay. Ja, okay. Das sind 21 insgesamt. 21, der hier schläft ein. 21, gut, dann das ist der einzige. Oh, wirklich? Ja. Aber vom anderen, von der anderen Seite vom Raum gehört. Dieser dieser nur noch halbe Mimik, der dort steht. Stehen? Kippt ein bisschen zur Seite und fließt dann wie so ein Pudding ein bisschen in sich hinein. Oh. Und, der in der Mitte. Ja. Und nimmt wieder die Form einer normalen Kiste an. Die aber ziemlich beschädigt scheint, weil die Hälfte davon ist eingebrochen. Und man sieht immer noch ein bisschen so die fleischigen Teile, weil es nicht mehr gut ist im Imitieren. Mhm. Und ihr hört ein... Oh. Oh. Hey. Tötet es! Das die jetzt liegt, oder? Ja, die da liegt, die ist zum Schlafen. Das war mein Zug. Bin fertig. Das war Charlie. Lia, du bist dran. Ich greife die Tür an. Okay. Diese blöde Tür. 15. Das trifft. Dann kann ich ein 8 und einmal 6 haben, weil halt mit Hunters Mark. 6 Schaden. Okay. Rein. Ja, sieht auch immer schlechter aus. Ja, das trifft genau in eines der vielen Augen. So. Tut mir leid. Möchtest du noch was tun? Nein, das ist alles momentan. Gut, dann Linus, du bist wieder dran. Der Mimik vor dir scheint zu schlafen. Was? Was ist das denn? Okay, also klebt Glut noch fest? Ja. Und zwar, lass mich das kurz. Ich würfel mal. Oder würfel du für mich mal einen D20. Du willst möglichst hoch würfeln. 6. Nein, du klebst immer noch daran. Das ist nicht hoch. Ach so! Oh, ja, das willst du tun? Ja, natürlich. Das wusste ich nicht. Dann würde ich noch mal probieren, Glut zu befreien. Okay. Wahrscheinlich nochmal mit einem Schlag. Ja. Ja, würfel nochmal einen Angriff. Mit als Vorteil, mit Vorteil. Was Vorteil, weil es schläft.
Nein. 11. Trifft er jetzt oder trifft er nicht? Wacht es wieder auf? Ich glaube, es wacht nur auf, wenn er Schaden macht. Ja, du haust in den Stein daneben, weil du denkst, es raucht das Viech, weil es übernimmt ja mehrere, nicht nur die Kiste, sondern auch den Boden ein bisschen. Ja. Und du, diese Stelle, wo sie klebt, aber es ist nur der Steinboden. Aua! Sonst noch was? Bonusaktion? Ja, Bonusaktion, andere Faust. Ah, verdammt! Okay, nochmal mit Vorteil. Papa. Ja, das ist schon besser. Ja, das ist schon besser. Vielleicht noch besser. Ja, ein bisschen weniger. 24. Würfel für Schaden. Und du mach einen Athletik-Check ohne Nachteil. Let's go. 7. 7? Ja. Es wacht wieder auf. Nein! Es wacht wieder auf. Lass mich raten, es hat 1 HP. Du haust voll drauf, mitten in das Zentrum rein. Und es ist ein trauriger Ruf, der. ja, es wirkt nicht mehr sehr gesund. Es ist aber wieder wach. Ja. Linus, du, was war dein Zug? Das Viech ist dran. Es versucht, Glut zu beißen. Ja, klar, das trifft. Das ist eine 22. Ja. Du nimmst 6 Wuchtschaden plus 3 Säure. 9. Gut. Seh noch. Die Türe greift Sven an, wie gewohnt. Oh nein. Das sind Natural 20. Uff. Ich würfle einen D100. Oh oh. Oh, Junge. Schiedsworte geht nur. Sven starr, weil sie meine Tür ins Gesicht schlägt. 84. 84. Das ist hoch. Das ist nicht gut. Scheiße. Ja, es bekommt Inspiration. Was? Schön für die Tür. Ich hab verschiedene Effekte. Die Tür ist voll abgesucht. Ich bin so eine gute Tür. Ja, die Tür hat richtig Freude da, dass sie gut dran ist und bekommt Inspiration von sich selbst. Sven hingegen nimmt, ich würfel zweimal. Sechzehn Wuchtschaden plus 9 Giftschaden. So viel zu. Wie viele Lebenspunkte hast du insgesamt? Noch 15. Also insgesamt Maximum meinst du? Ja. 18. Ja, ist alles gut, oder? Ja, glaube schon. Ja. Wie war das schon? 15 hattest du Lebenspunkte? Jetzt noch 15. Ne? Ja. Maximum 18. Ja, nein, es ist nicht zu viel. Ist da okay, weil sonst Instant Death. Okay. So, aber Sven ist down. Oh, das war Lust. Die Tür beißt in dich hinein, du so fällst viel zu Boden. Ich kann das den ganzen Tag lang. Die ganze Türe fällt auf ihn drauf. Oh no! Als sie ihn anfängt zu verspeisen. Oh, ja, das geht jetzt nicht so, ich mach das so. Fuck you! Wie sieht die Tür so aus eigentlich? Holz. Ja, aber so ganz okay, oder merkt man schon ein bisschen? Nein, sie ist auch ziemlich beschädigt. Wear and tear. Komm schon. Hunter's Mark, die Krone. Gut. Das war der letzte Mimik, dieser hier. Ich würfel da kurz. Gerade oder ungerade, Miloš Lija? Was, gerade oder ungerade? Sag mir gerade oder ungerade. Gerade. Okay. Dann ungerade. Gerade, sie geht hinter Miloš her. Ja, 15, okay. Kommt hier hin. Ich nehm's mit. Ich hätte zwar gesagt, sie dasht, kommt aber nicht mehr zu einem Angriff. Sie haben mega wenig Movement. Das war der Mimikszug. Sven, würfel einen Todesrettungswurf. Oh no. Alle machen kurz die Augen zu. Ich sehe es von hier. Gut, Augen wieder auf. Dann, Miloš, du bist dran. Wie viel? Fuck. Wie weit wäre es bis zu Sven? 30 Fuß. Okay. Du müsstest aber über den Mimik springen. Ja. Sonst ein Umweg wäre ein bisschen mehr. Aber er könnte mich angreifen. Ja. Okay. Ja. Wie ist es so mit
gleiche Zaubersprüche nochmal verwenden, solange... Ja, kannst du, so viel du möchtest. Okay. So viel du Spellslots hast. Dann mache ich als Bonusaktion Healing Word. Okay. Richtung Sven. Yes. Sehr gut. Eine D4. Ja, eine D4. Hoffen wir mal. Cleric, so nice to have. Kann ich nicht sehen. 3, 4. Dann kommst du da 4 Lebenspunkte zurück. Als Aktion? Nein, das ist eine Bonusaktion. Ich meine, als Aktion. Ja, wenn dieser scheiß Pisser vor mir steht, nehme ich das. Das tut er. Kriegshammer, zweihändig und Schlag drauf. Schlag drauf. Würfel einen der 100! Natürliche 20! Natürliche 20! Yes. Erzeuge ein schwarzes Loch. Das ist bei Counterspell. Ah ja, stimmt. Das ist 24, oder? 24 normaler Kritschaden. Dann du darfst entweder den Würfel verdoppeln oder zweimal würfeln, musst es aber vorher sagen. Verdoppeln. Okay, dann würfel jetzt hoch. Ja, 8. 16. Plus. Oder hast du schon verdoppelt? Ist es eine 4? Ja, der Würfel wird verdoppelt. Der Würfel wird verdoppelt. Würfel. Nur der Würfel. Okay, dann 8 verdoppelt und plus 2. 10. 10 Schaden. Sehr geil. Okay, das ist der hier. Der sieht auch schon nicht mehr so gut aus. Fuck. Okay. Dann nach Milos ist Glut dran. Glut. Was tust du? Sven! Schlag noch mal auf die doofe Kiste, die mich immer noch hält. Okay. Oh, man. 6. 6 trifft nicht. Struggle. Versuch mich loszureißen. Okay. Nein. Okay. Sorry, ich habe wieder vergessen, Charlie zu bewegen. Ah, möchtest du noch? Ja. Ja. Bei da hinten? Ja. 5, 10, 15, 20. Sehr gut. Ist ganz der Holzboden unter dir wackelt ein bisschen. Oh shit. Und du siehst jetzt, neben dir hat es diesen Schalter. Ja. Schaut sehr gut. Ist der Fassmimik noch da? Ich sehe den nicht. Der ist hier, hinter der Treppe. Ja. Okay. Ich gehe auf den zu. 15, 15, 20, 25. Du kannst ihn von hinten in den Arsch beißen. Ich steche ihm in den Arsch mit meinem Degen. Mach das. Ich habe noch nie mit meinem Degen angegriffen. Du kannst das, Charlie. 6. Das trifft nicht. Nicht so gut, Charlie. Also er ist wieder auf dich aufmerksam. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Bonusaktion. Versuch's mit Singen. Das kannst du besser. Ja, kann ich doch jemanden inspirieren? Du kannst Linus vielleicht. Yes, ich möchte Linus noch inspirieren. Okay, Linus wird inspiriert. So singe ich Linus zu. Ja, ihr behaltet eure Inspiration, die sie habt, gell? Ich glaube, du hast noch eine Inspiration und du hast noch eine. Ja, glaub, ich glaube, Lee hat ihre schon gebraucht. Ich habe eine gebraucht. Okay, ich wusste. Ich noch nicht. Ich rufe Linus zu. Komm schon, zeig ihm deine Links-Rechts-Todes-XXL-Spezial-Kombo. Verstanden! Todes-XXL. Lea, du bist am Zug. Die Türe lehnt sich immer noch über Sven, der jetzt wieder zu Bewusstsein zu kommen scheint. Nachdem seine Wunden wie durch Zauberhand mit einem gelben Licht sich wieder schließen. Ja, dann greife ich die Tür an. Let's go! Okay, das ist eher ein rotes Licht, tut mir leid, das war falsch. 15! 15, das trifft. Ja, gib ihm. Würfel Schaden. Okay, wir haben 12 Schaden. 12 Schaden, okay. Sieht gar nicht gut aus. Komm schon, stirb, du Scheiße. Sieht gar nicht gut aus. Du triffst durch die Tür durch, es hinterlässt ein großes Loch, das sich wieder ganz langsam zusammenschließt. Es sieht aber wirklich nicht mehr gut aus. Und es macht ein paar klagende Geräusche. Ja, das war Lia. Linus. Sorry, du möchtest dich noch bewegen? Nein, ich möchte mich nicht bewegen. Gut, dann Linus. Weigere mich. Ein bisschen frustriert würde ich gerne einfach in die Kiste kicken. Okay. Hast du schon mal getroffen gegen die Kiste jetzt? Ja, der Sprung. Zwei, drei schon, ja.
13. Das reicht genau. Nice. Wir würfeln nicht für Schaden, du kickst einfach rein. So ein bisschen genervt. Das ganze Ding, das springt so in einem, wie ein Teppich an die Wand. So. Wie so ein Klecks, ein Tintenklecks. Gut gemacht, in einem, violett-roten Blutklecks. Die Zunge, die noch langsam... Das ist widerlich, Linus. Du klebst nicht mehr. Danke, Linus. Endlich. Ja, okay. Hilfe! Das du von hinten. Was möchtest du noch tun? Komm ich bis zu Sven? Ja. Dann würde ich gerne zu Sven. Bro. Nein, verdammt. Wir wissen, dass es da ist. And it's gone. Ja, wir wissen, dass es dort ist. Die Tür lehnt sich über Sven, der langsam wieder zu Bewusstsein kommt. Ah, verdammt. Kann ich... Ist die Tür ist immer noch auf Sven konzentriert? Ja, und er klebt auch an ihr. Ah, Scheiße. Ich klebe so an dieser Tür. Ja, das hat ja bis jetzt nicht gut geklappt mit dem Probieren zu befreien. Als Bonusaktion verwende ich nochmal Schlaghagel. Okay. Erster Angriff. Hau rein. Eine 14. Trifft. 5 Schaden. Okay. Sieht nicht gut aus, die Zweiter Tür. Zweiter Angriff. Ja. Bitte. 24. Ja. Ah, 4 Schaden. Sieht gar nicht gut aus. Du hast ein paar Mal rein. Die Tür, sie fängt langsam an auseinanderzufallen. Du siehst diese schlabbrigen, violetten tentakeligen Schleimergüsse, die dieses seltsame Wesen produziert und aus dem sie zu bestehen scheint. Das ist ein Zug? Ja. Der Mimik greift Sven an. Wow. Das ist eine 19. Ja, das trifft. Sven, du nimmst 10 Wuchtschaden plus 3 Säure. Er stirbt wieder. der andere hat jetzt euch zwei. Du wurdest geheilt, oder? Zum Glück. Gerade oder ungerade? Gerade. Ja, ungerade. Okay. Okay. Ungerade. Ey, ein bisschen für mich ist gar nicht schön, dass du mit uns gespielt. Ja. Das ist doch nicht mal engaged mit dir. Oh, krieg ich einen Pipi? Ja, ja, let's go. Gelegenheitsangriff. Bring ihn um, roter bitte. Roter Würfel für Tod. Rot für Tod. Du kannst das. Das wäre eine 16. Das trifft. Ich habe den falschen Würfel gewürfelt. Nice. 10. Stichschaden. Okay. Schön in den Hintern. Auch dieser fängt langsam an auseinanderzufallen. Ist aber noch ein bisschen stabiler als die Tür. Sven, du bist dran. Würfel mir. Alle Augen zu. Ich würfel dir. Augen zu. Sorry, ja. Gut. Alle Augen auf. Miloš, du bist dran. Also. Ich glaube, ich habe keine Zaubersprüche mehr. Das ist natürlich nicht gut. Ja, ich probiere es mit dem Hammer. Okay. Hammer. Wenn du dich bewegst, dann immer auf ihn. Du gehst einen Schritt auf ihn zu. Natürlich in 20. Du flein der 100. Nice. Wow. Oh. Ist hoch. 45. 45, normaler Kritschaden. Ihr wollt höher würfeln. Verdoppelst du, oder? Ja. Okay. 10, schon verdoppelt. Ja. Plus 2, 12. 12 auf den hier. Ja. Der sieht richtig scheiße aus. Stehe bitte! Okay. Warte noch, vielleicht bewege ich mich noch. Okay, ja. Es gibt keinen Ausweg mehr. Ja, stimmt. Also er greift mich so oder so an. Ja, ich muss hoffen, dass Charlie mal etwas macht. Du kannst einen Schalter betätigen. Ich warte noch. Tschüss. Du Böser. ja, das war mein Zug. Okay, dann nach Miloš Glut. Patient Defense. Yes. Ja, das ist Sven. Mhm. Nein. Oh, ich bin im Weg. Steh wieder auf! Und ihre Schuppen fangen ein bisschen an zu
golden zu glühen und ich wirke Hand auflegen für 5 Punkte. Okay, 5 Lebenspunkte. Und ich beginne einfach, ihn zu halten, versuche ihn wegzuziehen, sobald ich kann. Nächste Runde wahrscheinlich. Würfel Athletik. Nachteil, oder? Er klebt, du klebst nicht, also kein Nachteil. Oh, gib ihm. Yeah. 21. Du lässt zwingen und ziehst ihn weg, aber du schaffst es nur ein bisschen. Kann ich versuchen, mich auf ihn drüber zu legen, dass er nicht nochmal getroffen wird? Ja, das kannst du. Ja, so mit dem Schild. Du musst leben! Okay, das ist gut. Charlie, du bist dran. Ich renne dem Fass hinterher und... Hey, er heißt Milos. Angriff mit dem Dirk. Ja, das wird treffen. 17. Trifft. Das macht aber nicht so viel Schaden. 3. Lebt immer noch. Oh, oh mein Gott. Ich hab's versucht. Okay. Ich hab scheiße gewirbelt. Ja, das war's. Mia. Ich schieße auf die Tür. Okay. Bitte. Hat sich bis jetzt bewährt? 15! 12. Nice. Würfel für Schaden. Wir haben 9. Wie willst du es tun? Yes. Let's go! Kann ich direkt in den Mund schießen? Ja. Es öffnet gerade den Mund, um Linus anzugreifen, als der Pfeil hineintrifft und das Teil wie in sich zusammenfällt. Noch ein letztes und dann einfach die ganze Tür, das Mimikgesicht fällt in sich zusammen und die Tür fliegt dann um und wird zu einer klebrigen violetten Masse mit ein paar Tentakeln. Danke, tschüss. Gut. Nice. Ich würde gerne noch laufen und zwar... Du kannst den noch verschieben als Bonusaktion. Ah ja, stimmt, das könnte ich machen. Das ist als Bonusaktion. 15, 20, 25. Sollte gerade reichen. Kann ich mich trotzdem noch bewegen? Ja. Ich würde gern ungefähr auf die Höhe des Fasses. Ja, etwa da. Okay. Dankeschön. Dann nach Lia ist Linus dran. Komme ich bis zur anderen Mimik? Ich glaube, ich habe 40 Fuß, 12,4 Meter. 35 Fuß. Wie viel hast du? 40. Ja, nice. Du schaffst es. Du rennst ziemlich schnell hier an allen vorbei, neben Charlie. Hallo! Hallo! Ein Angriff. Knock, knock. Oh, eine 24. Würfel für Schaden? Yes. 4. Wie willst du es tun? Oh Gott. Ja. Endlich. Ich würde es gerne mit Style tun. Mit Style. Ich würde nicht da... Sondern sich von der Wand abstoßen. Von der Wand abspringen. Ich kenn dich doch. Ja. Wenn, was soll ich sagen? Du springst hier gegen die Wand auf den Mimik drauf und haust ihm einfach von oben voll eine nach unten. Nice. Er zerplatzt unter deiner Faust. Diese klebrige Masse klebt an beiden Seiten dieses antiken Fahrstuhls. Ihr wisst nicht, was ein Fahrstuhl ist. Ich auch dementsprechend. Was? An dir auch, ja. An dir klebt ebenfalls ein Teil. Und an Charlie jedenfalls. Aber echt cool, ey. Und Linus ist auch voll davon. Seine ganze Faust ist in diesen violetten Schleim gehüllt. Das sah so cool aus. Der Kampf ist aufgehoben. Ich würde ihm gerne so ein dreckiges High-Five geben. Der Kampf ist aufgehoben. Hier! Und ich bin wieder sauber. Können wir eine kurze Pause? Ich gehe ganz schnell zu Sven, Spare the Dying. Ja. Er lebt schon wieder. Er lebt schon wieder, ja. Also, wegen dir, okay. Die Initiative ist aufgelöst und ich schlage vor, wir machen hier das nächste Mal weiter. Okay. Ich setze mich mal hin. Abschied. Mir. Danke fürs Zuschauen. das war aufregend und ein bisschen gefährlich. Und schleimig. Ich habe echt gedacht, der hätte dich mit dem Natural 20. Wegen den negativen Lebenspunkte. Punkten. Ja. Da hatte ich gefährlich, auch gefährlich. Ja. Merkst du euch, dass ihr die Inspiration noch habt? Auch noch für die nächsten 10 Minuten. Hier schnippt er. Okay. Und für die nächsten 10 Minuten werden wir uns ein bisschen kurz entspannen. Meinst du nicht für die nächste Woche? wir sehen uns wieder hier das nächste Mal bei uns, den Dysons. Yeah. Auf Wiedersehen. Tschüss.